Ich begrüße jetzt einige sehr geschätzte KollegInnen, die schon lange im Medienbetrieb tätig sind, teilweise als Produzenten und Filmemacher, teilweise als Kritiker und Journalisten. Und wir wollen noch mal so ein bisschen gucken, was sind denn wirklich die dem Effekt, also der Medienproduktion, die zugrunde liegenden Strukturen, was müssen wir da gegebenenfalls wirklich grundlegend verändern? Bestimmte Themen, die wir schon angesprochen haben in der ersten Runde, werden sich ein bisschen auch wiederholen, aber mit einem etwas anderen Angle sozusagen, einer etwas anderen Perspektive. So, und meine Panelistinnen nehmen Platz. Ich freue mich sehr, dass Sie alle Zeit gefunden haben heute Abend. Ich darf ganz herzlich begrüßen, Ladies First, Dorothee Schön, hier ein bisschen in der Mitte. Sie ist Drehbuchautorin, vielfach ausgezeichnet, hat mehr als 40 Filme geschrieben, mehr als 20 Preise gewonnen, zweimal den Grimme-Preis, eine Emmy-Nominierung, den Prix Italia. Ich glaube, sie ist eine der bekanntesten Drehbuchautorinnen in diesem Lande und ist deswegen sozusagen über professionelle Zweifel, das darf ich, glaube ich, mal sagen, erhaben. Sie ist aber auch, und so haben wir uns auch kennengelernt, eine aufmerksame Beobachterin und Analytikerin der Strukturen, mit denen wir es zu tun haben. Dorothee Schön hat sich in Zoom-Calls der Deutschen Akademie für Fernsehen, die wir letztes Jahr gemacht haben, in Vorbereitung auch des Buches, was wir gerade herausbringen, sehr kritisch zu dezidiert einigen Strukturfragen geäußert. Und deswegen bin ich sehr froh, dass sie heute da ist und uns da auch ihre Perspektive noch mal darlegen wird. Hallo, liebe Dorothee. Danke für die Einladung. Dann haben wir Andi Kaltenbrunner. Ich habe ihn schon, wir haben ihn schon kennengelernt. Er ist eben Journalist, Medienforscher, Dozent, Gesellschafter des Medienhaus Wien und Gründer und Mitgründer der Wiener Medieninitiative. Sie haben sehr stark die These, vertreten Sie, dass der Journalismus in der Krise ist. Und Sie machen sich aber eben auch konstruktiv Gedanken über Medieninnovation. Darüber wollen wir weiter sprechen. Vielen Dank für Ihren Impulsvortrag von vorhin. Schön, dass Sie heute Abend da sind. Dankeschön für die Einladung. Dann haben wir Leonard Novi zu meiner Linken. Er ist Direktor des Instituts für Medien- und Kommunikationspolitik. Er ist auch Medienmacher. Er hat den Blog Kata gegründet, glaube ich, und auch bespielt. Er ist aber auch Medienproduzent. Er hat 2021 produziert die Pro7-Bundestagswahlshow. Und er stellt, und deswegen finde ich seine Arbeit so spannend, immer wieder den Zusammenhang her zwischen Medien und den Vorzügen und Herausforderungen der deliberativen Demokratie. Qualitätsmedien, sagt er, sind essentiell für die demokratische Daseinsvorsorge. Das wird heute Abend auf jeden Fall unser Thema sein. Ich freue mich, dass wir uns endlich mal kennenlernen. Schön, dass Sie im realen Leben. Ja, im realen Leben. Vorlaufenden Kameras, also doch irgendwie auch medial. Und last but of course not least, der sehr geschätzte Kollege Kai Wesnick, er ist Produzent, Regisseur, er ist auch Sammler, er ist nämlich ein Archiv, ein Mann des Archivs, er hat selber ein extrem umfangreiches Archiv, das bis in die, glaube ich, 20er, 30er Jahre zurückreicht. Und er ist auch Utopist, wenn ich so sagen darf, das verbindet uns beide auch so ein bisschen. Er hat vor, hilf mir auf die Sprünge, 15 Jahren, 20 Jahren die Idee zur Online-Film-AG gehabt, eines Portals von FilmemacherInnen für FilmemacherInnen, weit vor sozusagen, bevor solche Modelle ganz normales Geschäftsgebaren geworden sind. Mit YouTube zusammen. Mit YouTube zusammen im Grunde, ja. Also sag, hatten wann wir nicht das Invest. Genau, also vor 15 Jahren eigentlich, ne? Glaube ich, 20 Jahre. Jetzt. 20 Jahre. Ja, das Projekt war ein schwieriges Projekt, aber es hat das Licht der Welt erblickt. Es hat funktioniert. Wir haben sehr viel daraus gelernt. Und es ist nicht zuletzt auch die Erkenntnis, dass solche Dinge möglich sind, die uns motivieren, auch gemeinsam an diesem Projekt zu arbeiten. Kai, du warst auch, du bist mit dem Urheberrecht gut vertraut. Du warst lange Jahre Berufsgruppensprecher der BG2 in der Bildkunst. Und wir haben gemeinsam uns intensiv Gedanken gemacht über ein innovatives Lizenzmodell, das einige der Probleme, die wir heute schon angesprochen haben, auch in den Griff bekommen können. Es war die BG3. BG3. Das sind die Filmschaffenden, es sind ja da alle Künstler vertreten, in der BG3 die Filmschaffenden. Und ja, da habe ich viele Jahre darum gekämpft, dass die Urheber analog zu jeder Nutzung ihrer Werke auch vergütet werden.
Und das, dieser Gedanke, dem hänge ich nach wie vor an, aber er ist natürlich sehr schwierig und man kann sich nicht ganz davon verabschieden. Was für mich wichtig ist, ist, dass es eine gewisse Analogie gibt. Frau Hertha Däubler-Gmelin hat über Verwertungsgesellschaften mal gesagt, better rough justice than no justice, weil da ja sehr viel über den Daumen gemacht werden muss, weil man eben die genauen Zahlen gar nicht hat. Der Traum der Digitalisierung war ja jetzt, wirklich überall zu kassieren. Und zwar nicht für die Urheber, sondern für die Produzenten und die Inhaber der übertragenen Nutzungsrechte. Und da muss man also sehr, sehr aufpassen, gerade als Urheber, der ja, wie vorhin schon gesagt wurde, aus einer intrinsischen Motivation auch Dinge tut, dass er nicht sozusagen Opfer des Kapitalismus und des Neoliberalismus wird und am Ende sozusagen am Tampen hängt, nämlich nichts abbekommt, weil die ganzen Profits in den Wertschöpfungsketten bleiben. Und das war ja damals der Gedanke, dass wir gesagt haben, wir gründen eine kollektive Aktiengesellschaft und schaffen unseren eigenen Marktplatz, damit möglichst wenig Intermediaten, also Zwischenhändler, wie man auf Deutsch sagt, zwischen uns und unserem Publikum stehen. Und wir wollten die Windfall Profits der Digitalisierung, also das, was man einsparen kann, so aufteilen, dass der Kunde, also unser Publikum, weniger zahlen muss und wir mehr bekommen. Also analog war damals die DVD. Eine DVD kostet im Laden, sagen wir mal, 15 Euro oder 15 Mark. Nee, 15 Euro, wir waren schon im Euro. Davon bekam der Produzent, also noch nicht mal der Urheber, 1,50 Mark oder 1,50 Euro ab, also 10%. Und der Rest blieb in der Verwertungskette hängen. Und wir haben gesagt, wenn es uns jetzt gelingt, einen Film online für 6 Euro zu verkaufen und 3 Euro an diese gemeinsame Plattform geben und 3 Euro an den Produzenten und davon dann auch noch Geld an die Urheber verteilt wird, dann haben wir eine gerechtere Welt geschaffen mit Hilfe des Internets. Leider ist es nicht so gekommen. Es ist tatsächlich nicht so gekommen. Warum ist es nicht so gekommen? Also die Idee ist ja gut, aber bestimmte Modelle setzen sich durch. Es scheint so zu sein, dass das Pay-per-View-Modell letzten Endes fast überall eigentlich nicht mehr funktioniert, sondern wir haben Abo-Modelle, das spielt wieder bestimmten größeren Plattformen in die Hände. Wir haben dadurch aber wieder das Problem auch einer Segregation. Wir haben neulich in der Deutschen Akademie für Fernsehen mal uns über die Emmys ausgetauscht. Und wenn man alle Emmy-Nominierten oder nur die ausgezeichneten Filme sehen wollte, dann müsste man bei 30 Plattformen abonniert sein. Also das heißt, da ist eine große Segregation und das ist ja genau das Gegenteil dessen, was ein öffentlich-rechtliches Modell eigentlich erreichen soll, nämlich das Überwinden von Informationsasymmetrien. So, jetzt habe ich 3 Fragen da reingepackt. Ja, du hast die Antwort teilweise auch schon selber gegeben, ja. Leider. Natürlich, das Resultat war das Flatrate-Glotzen. Also zum einen hatten wir natürlich das Problem mit den Piratenplattformen, ganz klar. Wir hatten das Problem mit nicht funktionierenden Micropayment-Strukturen. Das ist ja bis heute so. Ja, bis heute kann man ja nicht zufriedenstellend einen Artikel aus der Zeitung kaufen. Man muss immer gleich ein Probeabo abschließen. Und das galt also für sozusagen unser Boutique-Angebot genauso. Und da war es natürlich sehr attraktiv zu sagen, bei uns kriegt ihr jetzt alles, auch wenn es gar nicht alles ist oder war. Und da hat man dann mit Leuchtturmprojekten gesagt, kommt mal her, hier kriegt ihr für 10 Euro einen ganzen Monat Zeug. Und bei diesen Online-Heinis, da sollt ihr 6 Euro für einen 90-minütigen Film zahlen. Das kann ja wohl nicht angehen. Wir konnten aber gar keinen Film für 1 Euro verkaufen, weil alleine unser Payment-Anbieter, ich will den Namen jetzt nicht nennen, so sehr hasse ich ihn, 50 Cent dafür kassiert hätte. Das heißt, bei dem Versuch, die Zwischenhändler auszuschalten, haben sie natürlich neue Zwischenhändler eingeschaltet. Sei es Microsoft, Apple, wie sie alle heißen, und die Payment-Anbieter. Und natürlich, und das muss man sich auch noch mal auf der Zunge zergehen lassen, als wir anfingen, kostete ein Gigabyte Traffic, und das ist ein gut aufgelöster Film, ja, kostete 13 Euro bei der Deutschen Telekom. Alleine, dass man einen Server hatte, von dem das runtergelutscht werden sollte. Und dann kam die Torrents, Pirate Bay, der ein oder andere Ältere unter uns wird sich noch erinnern. Und da wurde dann über geschickte Ausnutzung von Technologien diese Hürde übersprungen, indem nämlich alle gemeinsam ihre Bandbreite zur Verfügung stellten und dadurch dieser Preis kollektiviert wurde. Und unser erstes Online-Filmmodell, wir haben in der Laufzeit von 15 Jahren, also so lange hat es dann existiert, haben wir sogar auch auf der BitTorrent-Basis gebaut. Und haben gesagt, wir müssen legale Angebote schaffen. Das war aber auch wahnsinnig schwierig, weil der gordische Rechteknoten, der dahinter steckte, wir mussten ja alle Urheberrechte neu verhandeln, weil
unbekannte Nutzungsarten konnten nicht übertragen werden. Der war überhaupt nicht zu zerteilen. Und das ist bis heute der Fall. Jetzt wollen wir aber ein Großteil von alten Sachen, die im Internet sind, eigentlich illegal ja. im Internet. Jetzt wollen wir aber auf unser Thema wiederkommen. Aber da gibt es ja einen direkten Link. Du hast vor einiger Zeit mir einen Beitrag geschickt. Truth is behind paywalls and the lies are free. Und das ist ja tatsächlich ein Phänomen, was wir haben. Wenn ich heute einen guten journalistischen Artikel lesen möchte, oder einen Überblick verschaffen, dann müsste ich eigentlich bei mindestens 4 oder 5 Anbietern inskribiert sein. Also beim Spiegel, bei der Zeit, vielleicht noch Süddeutsche und so weiter. Ja? Und wir haben also das Problem, dass wir Qualitätsjournalismus hier haben, in einem kommerziellen Kontext sozusagen, der vielfach eben hinter Paywalls ist. Jetzt haben wir aber ein öffentlich-rechtliches System, das genau das ja schaffen soll, diese Informationsasymmetrien zu überwinden und sozusagen das eben zur Verfügung zu stellen. Und jetzt ist es aber so wie wir Filme, auch gerade dokumentarische Filme, heute lizenzieren, ist es ja eben häufig so, dass wir 2 Fernsehausstrahlungen als Produzent lizenzieren, dann steht das Ganze noch 4 Wochen in der Mediathek und dann verschwindet es auf Nimmerwiedersehen eben im Archiv und ist dann für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich. Für unser Modell haben wir gesagt, das ist etwas, was wir nicht gut und nicht richtig finden. Wir haben es auch in der vorhergehenden Debatte ja schon gesagt, man braucht zumindest für die nicht kommerzielle Nutzung von solchen Inhalten sozusagen eine neue Form der Lizenz, damit man sicherstellen kann, dass solche Inhalte, die ja für die demokratische Entwicklung total wichtig sind, eben auch verfügbar sind. Vielleicht magst du mal ganz kurz schildern, in 3 Minuten sozusagen, welche Lizenzüberlegungen du da oder wir da gemeinsam angestellt haben. Also ich versuche es in 3 Minuten. Wie kriegt man das hin? Also wenn wir in der Geschichte gucken, gab es früher die 100%ig finanzierte Auftragsproduktion. Dafür wurden alle Beteiligten sehr gut finanziert, bezahlt. Ja? Und dann gab es aber auch noch für die Urheber, die beteiligt waren, Wiederholungshonorare. Das waren die goldenen Zeiten des Fernsehens, wo alle Beteiligten davon auch vernünftig leben konnten. Und zwar so wie die Schulkollegen, die Lehrer geworden waren oder andere akademische Karrieren angestrebt haben. Das ist lange her, weil die Wiederholungshonorare einkassiert wurden und die Honorare im Grunde, gerade was die festen Freien angeht, nicht was die Freien, die festen Angestellten angeht, eingefroren worden sind. Und das seit Jahrzehnten. Das heißt, dadurch kam die Situation, dass man anfangen musste, sich seine Finanzierung komplizierter zusammenzubauen, mit Hilfe von Förderungen. Und man musste versuchen, die Rechte, die man dann behalten konnte, das war nämlich denn das Gegenangebot, statt anständiger Bezahlung behältst du Rechte, die dann auch zu verwerten. Und da sind Strukturen entstanden und so hat man das immer wieder versucht. Aber im Grunde hat man immer mit der Wurst nach dem Schinken geworfen, wie wir in Norddeutschland sagen. Das heißt, es war eigentlich überhaupt nicht zu erreichen. Trotzdem ist diese Idee hat sich in den Köpfen festgesetzt und viele Produzentengenerationen und Urhebergenerationen, 2 ungefähr, haben jetzt versucht, so über die Runden zu kommen. Wenn man jetzt sagt, wir drehen das wieder zurück, dann sagen die völlig zu Recht, aber ihr werdet es nicht hinbekommen, dass unsere Honorare wieder steigen und wir werden auch keine Wiederholungshonorare mehr bekommen. Von wem denn? Das heißt, wir müssen ein Modell entwickeln, das den Beteiligten diese Angst nimmt, dass ihre Lebenszeit in etwas stecken, was man nur als reicher Leute Hobby bezeichnen kann, was heute die Situation ist, vor der wir stehen. Mehr oder weniger, je nachdem, in welchem filmischen Bereich wir tätig sind. Für den Dokumentarfilm kann ich das 100%ig unterschreiben. So, und deswegen habe ich jetzt gesagt, wenn wir diesen Topf haben, dann muss der nicht nur die neuen Produktionen, die daraus entstehen, sehr angemessen vergüten, sondern er muss auch eine Möglichkeit schaffen, dass die Nutzung, die tatsächliche Nutzung, die danach geschieht, dass die erfasst wird. Das ist die einzige Bedingung. Und zwar insbesondere, ich rede jetzt nur von der nicht gewerblichen, also der nicht auf eine Gewinnerzielungsabsicht ausgerichteten Nutzung. Jede andere Nutzung, wo es darum geht, das mit Werbung zu zeigen, im Kino zu zeigen, gegen Eintritt, also erheblichen Eintritt zu zeigen, im regulären Kino, ist davon überhaupt nicht betroffen. Diesen Bereich wollen wir überhaupt nicht tangieren. Es geht rein um die nicht kommerzielle Verwertung, wo Menschen auch aus einer intrinsischen Motivation heraus sagen, ich möchte den Film in meinem kommunalen Kino, in meinem nicht kommerziellen Kanal gerne zeigen. Die müssen sich dann bei der Stelle bewerben, die dieses Geld ausgibt und sich da dieses, wie sagt man, das Signet nicht kommerziell
sich darum bewerben und es erhalten. Und dann dürfen sie auf diese Filme, die so entstanden sind, reflektieren, müssen aber im Gegenzug die tatsächliche Nutzung melden. Das heißt, der Kinobesitzer des kommunalen Kinos muss sagen, ich habe denen gezeigt, ich habe, sagen wir mal, 3 Euro oder 5 Euro Eintritt genommen dafür. Das brauche ich, um meine Struktur zu erhalten. Aber ich melde, dass da 1050 Menschen waren. Wenn dann ein Film über die Zeit, über Gebühr sozusagen, überdurchschnittlich genutzt wird, dann werden die Urheber aus dem Topf, den wir da schaffen, nochmal vergütet. So haben wir sozusagen die Angemessenheit, für die ich immer noch bin, wiederhergestellt. Gleichzeitig verstecken wir die Sachen aber nicht aus Lizenzgründen, aufgrund des gordischen Rechteknotens, hinter irgendwelchen Paywalls, die am Ende keiner bezahlen will. Ja, und jetzt kann man auch sagen, dass das kanadische Filmboard tatsächlich ganz ähnlich funktioniert, gerade auch mit Community Screenings und der Bereitstellung von nicht kommerziellen, sozusagen von Inhalten für die nicht kommerzielle Nutzung. Jetzt funktioniert das angelsächsische Urheberrecht ein bisschen anders als unseres, aber natürlich wäre so ein Modell bei uns, so wie du es gerade genannt hast, auch denkbar. Letztes Wort noch dazu. Ich muss noch 2 Dinge nachtragen, weil die Kollegen von der Musik will ich nicht vergessen und auch das Archivmaterial. Also eigentlich alle vorbestehenden Werke, wie wir sie im Urheberrecht nennen, die sind es eigentlich gewohnt, dass sie zum Beispiel über Verwertungsgesellschaften vergütet werden für jede Nutzung. Davon leben die Filmkomponisten zum Beispiel. Die würden daraus natürlich auch bezahlt werden müssen. Also wir müssen diese Töpfe aufbauen, dass diese Geldflüsse damit nicht gestoppt werden. Sonst haben wir die völlig zu Recht sofort gegen uns bei diesem Modell. Ja, Herr Nowy, da hängt ja alles mit allem zusammen. Ne? Wir setzen uns dafür ein, dass demokratische Daseinsvorsorge möglich ist. Gleichzeitig stellen wir aber fest, dadurch, dass die öffentlich-rechtlichen Sender aufgrund ihres Lizenzgebarens sehr sparsam wirtschaften, dass viele Medien, die eigentlich wichtig wären, um sich zu orientieren, um Kontexte herzustellen, nach kürzester Zeit eigentlich nicht mehr verfügbar sind. Sind Sie damit schon konfrontiert worden? Ist das Teil Ihrer Überlegungen? Ja, klar. Ich meine, das tangiert und betrifft mich ja auch als Nutzer und es ist irritierend und es muss sich ändern. Es hängen natürlich jede Menge Befindlichkeiten und konkrete Interessen dran, mit denen man eben auch umgehen muss und entsprechend auch Irritationen und Ängste. Das erleben Sie ja auch in der Planung Ihres Vorhabens. Aber klar ist auch, dass wir, glaube ich, aktuell jetzt einen Moment haben, der wirklich, ziemlich einmalig ist. Also dieses Jahr 2022, das zweite Halbjahr zumindest, ist, wenn man so will, ja eine Art perfekter Sturm für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und es geht natürlich längst nicht mehr nur um Frau Schlesinger oder den RBB oder Compliance-Fragen oder die Rolle der Gremien, sondern es geht wirklich ums Grundsätzliche. Und ich glaube, dieser Punkt ist ein Stück weit auch bei den Sendern und bei der Medienpolitik angekommen. Jetzt geht es eben um die Frage, wie nähert man sich dem? Was macht man aus dieser Situation, die ich auch wirklich mal als Chance begreifen würde? Ne? Da kann man sich jetzt irgendwie lange an Herrn Buro aufhalten und seinem Gratismut, aber das bringt ja, und let alone irgendwie Frau Schlesinger oder so, das bringt ja jetzt alles nichts. Ich glaube, jetzt muss man wirklich schauen, wie nutzen wir so diesen Moment? Und es gibt diesen Aphorismus, wenn es in dieser Zeit den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht gäbe, dann müsste man ihn erfinden, aber dann würde man ihn ganz anders bauen. Das ist natürlich ein Stück weit wohlfeil, aber vielleicht ist das sozusagen von der Denkweise jetzt wirklich ganz instruktiv, wirklich mal von oben drauf zu schauen und zu schauen, wie würde man das denn machen? Nicht nur die Gremien, sondern Aufstellung und Auftrag, Arbeitsweisen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks insgesamt. Und dann kommt man, glaube ich, schnell in so eine Betrachtung und Analyse, in die der Medieninnovationsfonds ganz gut reinpasst. Also ich bin immer wieder gestolpert über, dass Sie sagen, es ist ein Stachel im System. Also ich verstehe die Betrachtung, man kann das auch mal sagen, ne? Das ist jetzt so eine Intervention und so weiter, da bringt man die dazu, sich auch zu ändern oder so. Aber vielleicht ist es jetzt auch ein guter Moment, das fast noch mehr partnerschaftlich zu denken, weil die Mechanismen, die da drin stecken, die Trennung von Vergabe, Finanzierung, Produktion und Verbreitung oder Vertrieb, dass man das stärker auseinanderhält, auch stärker mit Elementen der Teilhabe und so weiter versieht, das macht für meine Begriffe schon auch Sinn und betrifft dann eben auch die Frage, wo ist denn das kollektive Gedächtnis, wo ist das sozusagen, wo und wie ist es eben für den Verbraucher, der es auch für die Bürgerinnen und Bürger, die eben nicht nur Verbraucher oder Konsumenten sind, sondern Teilhaber daran, Auftraggeber, wo und wie ist es für die abrufbar?
Ja, das scheint mir ein ganz essentieller Punkt zu sein, dass man diese Produkte, die man da sozusagen mit seinem Beitrag finanziert und von denen der Bürger, die Bürgerin im Übrigen ja auch glaubt, sie gehörten ihm jetzt, weil natürlich hat der Bürger von Urheberrecht in der Regel keine Ahnung, dass die aber mit der Hilfe eines Modells, was unter Urheberrechtsgesichtspunkten dann eben auch sag mal, gut funktioniert und fair ist, dann eben auch verfügbar ist. Ich glaube, allein das würde die Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks schon deutlich erhöhen. Also ich habe immer wieder mal harte Kritik gehört von Usern, Bürgern, die eine Sendung verpasst haben und nach 2 Wochen ist sie schon nicht mehr in der Mediathek dann zu sehen. Das versteht man irgendwie nicht, ne? Also das ist auf jeden Fall ein Problem. Herr Kaltenbrunner, Sie haben sich ja mit Medieninnovationsideen auch anderswo beschäftigt. Gibt es da etwas, wo Sie sagen, also das hat wirklich eingeschlagen? Sie haben eine Studie gemacht oder waren beteiligt in 5 verschiedenen Ländern, glaube ich. Das ist sehr interessant, wie in unterschiedlichen Ländern der Innovationsbegriff unterschiedlich aufgeladen wird. Interessant fand ich, dass im deutschsprachigen Raum die Kollaboration eine ganz wichtige Rolle spielt für Innovation. Was sind denn die Gründe eigentlich dafür? Nun, es gibt pragmatische medienökonomische, mit Sicherheit. Kollaboration ist dann sinnvoll, wenn es irgendwo eng wird und man über neue Netzwerke, neue Formen der Zusammenarbeit etwas kompensieren kann. Was sich aber herausgestellt hat in vielen Bereichen und wir aus vielen der Beispiele und Interviews gesehen haben, ist, dass diese Kollaboration ja auch etwas neue, ganz neue Ideen, Inhalte produziert, dass sie provoziert, dass sie vor allem, wenn sie international ist, also da ist jetzt schon mal naheliegend deutsch-österreichische Kollaborationen, in inhaltlichen journalistischen Bereichen haben wir da sehr spektakuläre gesehen, im Übrigen die zu Rücktritt von österreichischen Regierungen geführt haben, die nicht funktioniert hätten, unterstelle ich, wenn das nur österreichische Medien hätten aufgreifen müssen. Aber also das heißt, man da sich zusätzliche Inspiration holt, oder denken wir an die großen Investigativnetzwerke im Journalismus, die Panama Papers und anderes. Diese Befruchtung, das sind ja die Möglichkeiten, die uns Digitalisierung, die uns vereinfachter Kontakt geben, diese gegenseitige Befruchtung spielt eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Die Frage ist etwa auch, wie kann das unterstützt werden? Also ein Teil, den man sich in Innovationsfonds oder Innovationsförderungen vorstellen kann, ist, dass genau dieses Entstehen dieser neuen kollaborativen Strukturen dringend gefördert, unterstützt werden kann und da also eine ganz wesentliche Tangente liegen kann. Es gibt viele andere Bereiche, die auch sehr spannend sind. Entscheidend ist, dass unserer Sicht immer wieder, dass man experimentieren kann. Also was vollkommen fehlt, ist der Experimentierraum. Das Risiko, jetzt auch wieder unter medienökonomisch scharfen Rahmenbedingungen umso schwieriger, aber dass die Chance gegeben wird, mit Budgets etwas zu versuchen und auf die Nase zu fallen. Das sind wir halt wirklich nicht gewohnt. Man kann das immer nur wiederholen, dass das ganz wichtig ist, dass man aus diesen Fehlern lernt, neue Projekte entwickelt. Das Erstaunliche ist ja, dass das Öffentlich-Rechtliche vom Grundgedanken dazu ja eigentlich gerade da ist. Ne? Anders als ein sozusagen als kommerzielle Modelle, wo man verdienen muss, könnte und müsste und sollte man ja gerade hier eigentlich den Mut dazu haben. Aber es scheint eigentlich tendenziell eher das Gegenteil de facto der Fall zu sein. Nein, es gibt also gerade im Öffentlich-Rechtlichen in vielen Ländern, die wir sehen, und ich rede mal, es sind hier viele Deutschland-Expertinnen und Experten, bleib mal im kleinen Österreich und sage Ihnen ein Beispiel. Ja. Es gibt sozusagen den Bestimmen, dass Dinge einfach fortgesetzt werden, die erhalten werden müssen. Es kommt Weihnachten, in Österreich gibt es ein Format, das heißt Licht ins Dunkel im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist in Deutschland hieß das früher Aktion Sorgenkind. Jetzt heißt das anders, weil man drauf gekommen ist, dass, oder schon seit 20 Jahren, glaube ich, dass man diesen Namen nicht beibehalten kann, dass das alles irgendwie so ein bisschen seltsame Formate historisch waren. Auch in Österreich ist das noch immer so, dass es die große Aktion des Öffentlich-Rechtlichen, um zum Teil mit gutem Willen zu unterstützen, Projekte. Die das betrifft, sind da schon lange anderer Meinung. Sehr viele Verbände von Behinderten, von Menschen, die wollen nicht rund um Weihnachten ständig als Opfer und leidend dargestellt werden. Das ist eigentlich
ja nicht ganz überraschend, dass das so ist, aber es wird weitergeführt und von Jahr zu Jahr lobt sich das Land und der öffentlich-rechtliche Rundfunk über immer neue Spendenrekorde, die mit Hilfe des Bundes, vom Bundespräsidenten abwärts bei Galas aller Art erzielt werden, wo immer leidende Menschen vorgeführt werden. Und jetzt kommt die Point dazu. Wenn Sie jetzt aufschlagen die Seite andererseits.org in Österreich, das ist eine kleine Gruppe von Menschen, die aus einer Förderung der Wiener Medieninitiative unter anderem kommen und sich genau mit diesem Thema auseinandergesetzt haben und gerade enorme Reichweiten erzielen mit einer wirklich kritischen Aufarbeitung von simplen 29 Minuten, was das bedeutet, wo all jene zu Wort kommen, die in Wirklichkeit nicht zu Wort kommen, die bei seiner Sendung im Öffentlich-Rechtlichen, und der Öffentlich-Rechtliche ist gerade ziemlich von der Rolle. Ich war da gestern, die sind entsetzt darüber, wie denn das sein kann, dass es eine Zivilgesellschaft gibt, für die sie doch so viel tun, die ganz anderer Meinung ist wie sie und das noch wo artikuliert und das wird noch wo gehört. Und diese Irritationen, die braucht aus vielen Fonds und aus vielen braucht auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk in vielen Ländern. Also doch, noch viele Beispiele ja, in anderen Ländern. Also doch Ländern. Irritation und Stachel im Fleisch. Ne? Das war ja so ein Argument. Und im besten Fall, im Übrigen glaube ich, also das muss auch gesagt werden, an diesem einfachen Beispiel sehe ich das auch, weil ich zufällig gestern im österreichischen Rundfunk war und auch darüber geredet habe, da gab es viele Journalistinnen und Journalisten, die gesagt haben, das ist aber super. Danke. Wir sagen das schon lange, wir kommen in unserem eigenen System mit dieser Kritik nicht durch. Und diesen Punkt sehen wir ja auch. Es ist ja nicht so, dass in öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wohl auch nicht in ARD und ZDF, ja nicht einmal sehr gut kenne ich auch das spanische Fernsehen, dass sehr viel kaputt gespart wurde, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, dass dort nur Leute säßen, die nicht innovationsfreudig wären, die sind gefangen in ihren Strukturen auch, die sehen das sogar als große Hilfe, wenn von außen irgendwie da Beispiele, Inhalte, neue Herausforderungen kommen, die ihr eigenes lahmes System ein bisschen in Bewegung bringen. Darf ich eine Sache sagen, nur mich gerade zu korrigieren? Also Stachel im Fleisch, ich verstehe den Punkt. Ich glaube, es geht wirklich auch darum, eine Intervention zu setzen im Sinne eines Reallabors. Das kann man machen, um einfach vorzumachen, es geht. Ich glaube nur auch, dass das, was Sie vorhaben, dass das durchaus auch einfach ein Potenzial hat, was, wenn man jetzt Frau Wille oder Tom Buro einfach beim Wort nimmt und die sagen, wir wollen in Richtung eines gemeinwohlorientierten Kommunikationsnetzwerkes gehen. Das soll öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Zukunft sein, dann eben auch nicht mehr Rundfunk. Ne? Dann sind die Mechanismen, die diesen Medieninnovationsfonds auszeichnen oder prägen, dann gelten die auch, glaube ich, dafür. Oder dann sind die ein Stück weit auch darauf übertragbar. Sofern man nicht aus dem gemeinwohlorientierten Kommunikationsnetzwerk nur eine optimierte Superplattform irgendwie versteht, in der die Inhalte von ARD und ZDF besser miteinander verschränkt werden. Na, ich glaube, die Erfahrung von kreativen Seite ist so ein bisschen da, wo es gut gemeinte Anfänge gab, zum Beispiel der Filmförderung. Das ist ja eine Initiative von Kreativen zunächst mal gewesen. Und in dem Moment, wo die Verwalter und die Juristen und die Potenzial Taten sozusagen anfangen, den Finger da drauf zu legen, dann dauert es nicht allzu lange und es kriegt eine Eigendynamik und die ursprünglich gedachte Innovation, Fairness etc., die geht dann verloren. Das haben wir in der Filmförderung ja sehr stark gesehen. Da sind wir jetzt mal bei der Dorothee Schön. Wir haben uns schon mehrfach jetzt über die Strukturen unterhalten, jetzt im fiktionalen Bereich. Du schreibst Drehbücher und bist da also ganz nah dran. Du hast mehrfach, glaube ich, auch in Umstellungen erlebt, quasi, wie es Verschlimmbesserungen gegeben hat in dem System. Deswegen bin ich so sehr für einen Neuanfang, ohne dass da Leute reinreden, die da quasi ganz eigene institutionelle Interessen haben. Deswegen fand ich dein Beispiel mit dem Maran-Film so interessant. Vielleicht magst du uns das mit uns teilen. Das lässt mich sehr hellhörig werden einfach. Ja, also ich bin ja Vertreterin hier ein bisschen von einer Gruppe, die mit dem Medieninnovationsfonds ja gar nicht so direkt betroffen ist, irgendwie, weil ich für den Spielfilm arbeite und schreibe und eigentlich auch ein Kind des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bin, obwohl ich nicht zu den 27.000 festangestellten Mitarbeitern gehöre, obwohl ich mein Leben lang irgendwie fast nur für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geschrieben habe. Das kommt mir eigentlich auch sehr zu kurz irgendwie in der Diskussion der Öffentlichen über die Frage, wohin geht der öffentlich-rechtliche Rundfunk, weil alle die, zu denen ich auch gehöre und zu denen hier auch viele gehören in der Akademie, die frei für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten und eigentlich das Programm machen, im Grunde überhaupt nicht gehört werden, ja, und überhaupt nicht gefragt wird, was sind eigentlich eure Erfahrungen mit diesem System? Man unterhält sich jetzt über Massagesitze und Parkettböden und selbst wenn es Linoleum gibt irgendwie und vielleicht nur noch ein Fiat Panda für die Intendantin, ändert sich ja an der Struktur überhaupt nichts.
Und von daher glaube ich, dass es total wichtig ist, dass wir als Freie irgendwie uns zu Wort melden. Ich appelliere auch sehr an die Produzenten, sich stärker zu Wort zu melden, weil die im Grunde, vor allen Dingen die freien Produzenten, wissen irgendwie, wie, unter welchen Bedingungen sie produzieren und wie sich diese Produktionsbedingungen in den letzten Jahren und Jahrzehnten Schritt für Schritt verschlechtert und ausgehöhlt haben. Und das aber sozusagen nicht öffentlich machen, weil sie ja abhängig sind irgendwie. Und jeder, der das öffentlich benennt, irgendwie, was es da für Veränderungen gibt, so quasi, ich sag mal, auf die schwarze Liste kommt. Das kann sich ein freier Produzent nicht leisten. Kommen wir jetzt zu dem Beispiel Maran-Film. Wir haben erlebt, irgendwie, dass es eine Fusion gegeben hat vom Südwestfunk irgendwie mit dem Südfunk Stuttgart, dem SR und dem SWF zum SWR. Also da war zum ersten Mal, so wie jetzt auch wieder diskutiert wird, man sollte zusammenlegen, irgendwann größere Strukturen schaffen. Warum braucht man so viele Landesrundfunkanstalten? Das ist im Prinzip richtig, nur wenn das bedeutet, dass im Grunde nur Personal umgeschichtet wird. Also in dem Fall war es so, dass von Baden-Baden die Leute, die Nachrichten machen und Dokumentationen, gehen nach Stuttgart und die anderen, irgendwie, die für Spielfilm zuständig sind, gehen nach Baden-Baden und da wird keiner entlassen. Aber, und das Ganze nennt sich jetzt sozusagen, kriegt jetzt auch noch einen Überbau. Also man wird nicht billiger oder kostengünstiger, wenn man zwei Systeme zusammenfasst und niemanden sozusagen, und den nicht neu denkt, diesen neuen Körper, sondern darüber, ich sage mal, ein Gremium setzt, weil es das koordiniert. Und ich glaube, inzwischen erstickt die ARD in Koordination. So. Also man kann das, glaube ich, in vielen Bereichen, auch im Radio, da wird dann irgendwie, oder bleiben wir bei meinem Feld, wo ich arbeite, in der Fiktion, irgendwie gibt es Gemeinschaftsredaktionen für den Dienstagabend. Da wird dann Land auf Land ab in drei Landes- oder vier Landesrundfunkanstalten Programm entwickelt. Drei dürfen ihr Programm in die Tonne treten, was sie entwickelt haben. Einer darf es machen, aber vier Redaktionen sind beschäftigt. Das heißt, der einzelne Redakteur hat wahnsinnig viel zu tun, es kommt aber nichts dabei raus. Also, das ist die Struktur. Und nochmal zurück irgendwie zu diesem Fusionsbeispiel. Man hatte damals Kontingente für die öffentlich-rechtlichen Töchter, also in dem Falle für die Bavaria, die für dieses, ich glaube, für den SR damals produziert hat. Die haben dann gesagt, naja, das fällt ja dann flach, da wollen wir aber entschädigt werden. Vielleicht für alle, die das nicht so in der Materie sind. Wir sprechen hier irgendwie davon, dass unser öffentlich-rechtliches System jede Menge Töchter und Produktionsfirmen hat. Ich glaube, 180 Töchter. Ich möchte den Intendanten mal kennenlernen, der mir erklärt, wofür man 180 Töchter braucht. Und diese Tochter, die Bavaria ist in dem Fall, hat gesagt, naja, also wir haben doch jedes Jahr so und so viel Produktionsvolumen bekommen. Übrigens, das sind ja Konkurrenten von freien Produzenten. Wir wollen irgendwie auch weiterhin diese Budgets bekommen. Dann hieß es ja, irgendwie dann... Dann wird eine Maran gegründet, dann gibt es eine neue Tochter. Ja? Die neue Tochter wurde dann in Baden-Baden angesiedelt. Das heißt, der Tatortredakteur, für den ich damals gearbeitet habe, der hat anfangs, als ich da für den SWR meine ersten Tatorte geschrieben habe, war der auch noch Produzent. So. Und da hieß es ja, du darfst das nicht mehr produzieren. Das geht jetzt raus zur Maran. Das heißt, es gibt dann im Sender eine Struktur, die nicht abgebaut wird, die bis dahin zuständig war, dieses Produkt herzustellen. Und es wird eine parallele Struktur aufgebaut, die heißt dann Maran, mit einer Geschäftsführung, mit einer Sekretärin, mit Producern, mit einem Büro. Alles, und die laufen dann in Baden-Baden hin und her irgendwie. Und die einen entwickeln dann das und die tragen es dann irgendwie in den Sender. Und der Sender muss dann sagen, ob er es will oder nicht. Im Sender wird aber niemand entlassen, nur weil jetzt die Maran irgendwie die Stoffentwicklung macht. Und in der Folge ist es so, man sitzt als Autor, saß man früher, ich sage jetzt mal, mit einem Redakteur irgendwie am Tisch und hat sich irgendwie auseinandergesetzt über den Stoff. Und jetzt sitzt man dann halt mit fünf Leuten da oder mit sechs. Und ich frage mich irgendwie immer, die kriegen ja alle, haben einen Rentenanspruch irgendwie und eine Sozialversicherung. Und wir haben ja vorher auch Programm gemacht. So, ja. Es muss ja alles bezahlt werden. Und so kommen solche Strukturen zustande. Und ich habe ja am Anfang war ich skeptisch, was den Medieninnovationsfonds betrifft, weil ich gesagt habe, dadurch ändern sich ja die Strukturen im öffentlich-rechtlichen Sender nicht, wo so viel Geld verbrannt wird.
wir bieten dann vielleicht nur ein Feigenblatt dafür, dass sich auf der anderen Seite nichts tut. Jetzt muss ich aber sagen, nachdem ich diese ganzen Diskussionen nach Frau Schlesinger irgendwie gehört habe, so die öffentlich geführt worden sind, wo ich denke, es wird sich auch nichts tun. Also wenn Herr Buro nach 9 Jahren irgendwie sagt, er will ohne Denkverbote diskutieren, dann frage ich mich, wer hat ihm seit 9 Jahren das Denken verboten? Ja, ja. Jetzt untermauern wir mal diese Zahlen. Also das, sozusagen, das ist Pars pro Toto ein Beispiel. Der KEF-Bericht, der 21. sagt eben, dass nur noch 44 der Einnahmen ins Programm gehen. Das ist kürzlich... 44%. 44 gehen noch ins Programm. Das ist ja schon mal nicht richtig. Ne? Ich meine, damit Moment, ich sage, das ist kritisiert worden, diese Zahl von Übermedien. Ich wollte das gerade sagen. Man weiß nicht ganz genau, das sind halt die KEF-Zahlen. Ne? Das ist die KEF beziffert den Programmaufwand und der Programmaufwand laut KEF ist, also das ist ja irgendwie schon eine Währung, aber ich räume ein, also es sind bei den so und so viel 1000 Festangestellten natürlich ein paar da, auf jeden Fall, die Programm koordinieren, die Nachrichten machen und so, das muss man ein bisschen anders rechnen, das habe ich inzwischen auch verstanden, aber trotzdem ist, selbst wenn es nur eine, wer hatte das, Sie hatten das gesagt, ja, die 3 Prozentpunkte rauf oder runter, ein System, was letzten Endes, sagen wir mal, und wenn es nur 45% in die Verwaltung und in den Selbsterhalt steckt, das ist schon relativ teuer. Ich habe in der Planung unseres Medieninnovationsfonds Gedanken mit verschiedenen Stiftungen gesprochen, unter anderem mit der Bundeskulturstiftung, und die haben eben Verwaltungskostenquoten von zwischen 8,5 und 10%, größere Stiftungen etwas weniger, kleinere etwas mehr. Und so, und ich halte es für vollkommen realistisch, dass man mit so einer Verwaltungskostenquote sozusagen dann 90% eben ins Programm stecken kann. Und das ist, beißt die Maus keinen Faden ab, glaube ich, dass es solche, also es, man hat gelebt wie die Maat im Steck viele Jahre und Jahrzehnte, und es gibt eben solche Fehlentwicklungen. Und deswegen bin ich sehr, sehr vorsichtig mit der Vorstellung, man könne das irgendwie bei ARD und ZDF halt ansehen. Ich glaube, da muss man wirklich was Neues machen. So. Ja, fang doch an. Na, möglicherweise muss man das. Ich bin ein großer Anhänger dessen, was Leonard Novi vorher gesagt hat, dass wir einmal überhaupt mit diesem öffentlich-rechtlichen Grundsatzfragen beginnen. Was wollen wir denn? Ja, was wollen wir denn insgesamt? Und wir haben das große Risiko bei diesen Debatten sehr schnell auf so dieser Ebene, also jedem von uns fallen viele so Strukturbeispiele ein, wo wir das Pars pro Toto darstellen können, was das Problem ist. Aber zuerst müssen wir mal diese Grundsatzfrage klären. Es gibt Initiativen und Projekte, die dazu besonders beitragen können. Das ist eine meiner Thesen, ist, dass eben solche, ob es jetzt Fonds heißt oder welche Form man und Namen man dem immer gibt, sei einmal dahingestellt. All das, was beweglich, aktiv ist, vorführt, was gut geht und was diesem öffentlich-rechtlichen Grundauftrag, den man sich da verpflichtet fühlt, dann erfüllen kann, ist entweder, wir hatten Stachel im Fleisch genannt, oder Musterbeispiel, oder allenfalls etwas, das vorhandene Systeme bewegt und mit diesen dann auch weiter kooperiert. Das sehen wir ja auch international bei solchen Fonds, Entwicklungsbullien oder anderen, dass sich da neue, spannende Dinge entwickeln, die oft sehr viel schlanker sind, aus einer ganz anderen Logik eben kommen und dann natürlich auch zur Veränderung im Bestehenden beitragen können. Ob das ausreichend ist, ist eine andere Frage. Ne? Also ich denke mir auch hier, die Damen und Herren, die uns hier beherbergen, so viel ich weiß, ist das ja ein nicht kommerzieller Sender, die müssen ja vor Begeisterung, also ja, was sie da hören, wie viel Doppelt- und Dreifachstrukturen es gibt bei der Herstellung von Fernsehen, während Sie hier mit einfachen Mitteln etwas sehr Wesentliches tun und auch irgendwie Heimat geben, wichtigen Debatten und wahrscheinlich auf die Sendeminute gerechnet mit 0,2% des Budgets auskommen müssen und einen ganz wesentlichen Beitrag leisten. Also diese Gesamtheit dieser Szene zu diskutieren und zu schauen, was wir da wollen, ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung. Und niemanden dabei zu verprellen, ist eine ganz gute Strategie. Also das versuchen wir dort, wo wir auch aktiv sind, das soll nicht jene verschrecken, die eigentlich was wollen, aber in ihren Systemen eine Weile schon erstarrt sind, aber noch immer motivierbar sind, darin etwas zu verändern. Also das sind die Strategien. Das ist jetzt die Strategien. Da unterscheiden wir uns, da bin ich eher eine deutsche konfrontative Perspektive und Sie haben aus der österreichischen Erfahrung da sozusagen andere kulturelle Muster. Das ist sicher richtig. Also wir wollen ja gemeinsam was erreichen und wir wollen
wollen, und jetzt bin ich wieder bei Leonard Novi, wir wollen ja auch gemeinsam mit einer breiteren Öffentlichkeit was erreichen und diese Fragen diskutieren. Sie waren maßgeblich mitbeteiligt an der Initiative Unsere Medien, aber es gab erstmal keine Resonanz, glaube ich, oder kaum Resonanz, weder von Seiten der Politik noch von Seiten der Sender. Die haben Sie jetzt nicht direkt adressiert. Sie wollten sich einmischen, Sie wollten mehr Bürgerbeteiligung bei der Frage, sozusagen, wo soll das Schiff denn eigentlich hinfahren? Hat sich das jetzt geändert? Also spüren Sie gerade auch mit dieser Initiative, dass da sozusagen jetzt eine Tür aufgegangen ist? Ich bin ja, komme ja aus Köln, dann ist man ja Optimist und so. Und ich würde schon sagen, ja, also die Hoffnung ist da und die Zeichen auch. Geht es ja auch wie Ihnen oder wie vielen derjenigen, die jetzt hier sitzen. Ich bin ja auch frustriert. Ich bin natürlich frustriert auch mit den Öffentlich-Rechtlichen. Ich bin frustriert mit der Medienpolitik. Also als Max Weber von der Politik als dem harten oder starken Bohren dicker Bretter gesprochen hat, da war die föderale Medienpolitik noch nicht erfunden. Also ich meine, das ist alles enorm schwerfällig. Und natürlich sind die Öffentlich-Rechtlichen mit einem völlig aus der Zeit gefallenen Besteck unterwegs in den Herangehensweisen. Und natürlich wird vor bestimmten Genres, die hier auch stark vertreten sind, massiv Unrecht getan. Aber ich glaube, es geht jetzt wirklich um was ganz Grundsätzliches. Und das hat, glaube ich, auch die Politik erkannt, mindestens mal, dass sie um die Form, in der bislang Teilhabe an diesen Prozessen und Entscheidungen organisiert wurde, dass das so nicht mehr trägt. Und daher rührt natürlich jetzt auch dieser Topos oder diese Idee von einer parlamentarischen Versammlung und was da von runden Tischen und so weiter. Lustigerweise kommt das ja vor allem auch von CDU-Ländern. In den nächsten Wochen werden da die Weichen gestellt und dann wird man schauen, ob das wieder so eine Art Honorationveranstaltung mit irgendwelchen ehemaligen Verfassungsrichtern oder so wird, die sich dann mit der Zukunft der öffentlich-rechtlichen Sender irgendwie beschäftigt, obwohl sie eigentlich von der Materie sozusagen jenseits der verfassungsrechtlichen Fragen rund um Grundversorgung und so weiter nicht sonderlich viel zu tun hat. Oder ob das ein etwas innovativeres Format hat. Aber ich, wie gesagt, die Notwendigkeit sehe ich auf jeden Fall. Umso wichtiger ist es, dass man immer wieder auch Angebote macht und aufzeigt, wie sowas organisiert werden kann und wie so ein Prozess auch gestaltet werden könnte. Und das probieren wir gerade. Das ist auf jeden Fall wichtig, auch für uns zu wissen. Wir wollen uns natürlich auch da andocken. Wie sieht es denn mit den Verbänden aus, Kai? Du warst ja viele Jahre in Verbänden tätig, ich ja auch. Aber auch dort gibt es natürlich massiv Besitzstandswahrungstendenzen. Und der eine, das ist übrigens auch etwas, was in dem Grußwort von Michael Brandner, dem Präsidenten der Deutschen Akademie für Fernsehen, durchaus kritisch auch angemerkt wurde, was die Verbandslandschaft anbelangt. Wie kann es denn gelingen, diese Animositäten, die es da auch unter den Kreativen selber gibt, aber jetzt braucht man die Perspektive der Kreativen, ein Stück weit zu überwinden? Denn auch da geht es ja um Macht, um Einfluss, um Ressourcen, um Zugänge. Tja, Verbände, das sind ja wie Unternehmen. Die denken immer nur von der einen Bilanz zur nächsten, also von der einen oder Politik, von der einen Wahl zur nächsten. Deswegen sucht man sich Feinde, die man besiegen kann und mit denen man Erfolge zeigen kann. Gleichzeitig gibt es natürlich immer, ist es immer einfacher, besitzstandswahrend zu sein und zu sagen, ist noch immer gut gegangen und wir machen jetzt hier weiter, anstatt auf Utopien und Visionen zu setzen. Das ist immer gefährlich. Das heißt, wenn man machtpolitisch denkt, dann denkt man dann an die Klientel, guckt auf das, was möglich ist und macht das. Und das ist das, was ich erlebt habe über viele Jahre in Vorständen und Verwaltungsräten und wie das alles heißt. Wenn man da dann Innovation versucht und versucht zu einen, dann gibt es immer den einen oder anderen, der sagt, ja, aber mit mir nicht und das hintertreibt. Wo Menschen sind, da menschelt's. Das ist das Erlebnis. Wie kriegt man das jetzt also hin? Wir sind, und das gilt ja nicht nur für die Verbände, sondern das gilt für die ganze Welt im Moment, wir sind in massiven Verteilungskämpfen. Der Ukraine-Krieg ist so zu betrachten, aber auch das Klein-Klein in der Politik und vieles andere, was wir gerade beobachten. Jeder von uns hat erkannt, die Luft wird dünner und der Empathieraum, den ich um mich herum habe, den verkleinere ich mal.
Ne? Der richtige Egoist ist dann nur sich selbst am nächsten. Und das ist das, was wir gerade erleben. Und ich glaube, wir müssen dagegen ankämpfen. Wir müssen wieder dahin kommen, dass wir sagen, wir können gemeinsam mehr schaffen. Aber diese Erkenntnis muss erst eben wieder gewonnen werden. Und wenn ich nochmal in den Krieg gucke, heute war Herr Scholz ja bei Herrn Putin und hat mit ihm telefoniert, Macron war da und man sieht, da bewegt sich überhaupt nichts. Da haben sich alle festgebissen in ihren Positionen und sagen, ja, ich halte es noch eine Weile aus. Und ich sehe das im Moment noch nicht. Also so groß der Druck jetzt ist, wir versuchen ja eine Win-Win-Win-Situation zu schaffen mit unserer Idee. Ich hoffe, dass Menschen das wahrnehmen, aber wir müssen immer fragen, also die fragen sich immer, was nützt es mir? Und deswegen ist eine Win-Win-Win-Situation das Einzige, was uns da rausführen kann. Und jetzt hoffe ich, dass Sie das auch erkennen und den Mantel der Geschichte an dieser Stelle ergreifen und uns mit diesem Reallabor, mit dem wir ja niemandem erstmal wirklich wehtun würden, sondern nur Wege aufzeigen wollen, dass Sie da mitmachen. Herr Novi, würden Sie das unterstreichen? Herr Kaltenbrunner hat uns schon einen guten Tipp gegeben, seid freundlich zueinander und nehmt es alle mit, was ja sicher irgendwie richtig ist. Aber die Frage ist, wann sozusagen werden kreative, innovative, auch mutige Ideen dann so weit verwässert, dass am Ende ein Kompromiss rauskommt, der vielleicht doch nicht so weit trägt? Das ist so ein bisschen die Frage. Wie denken Sie? Kann man sich aber dann immer noch beschäftigen, wenn es so weit ist. Ne? Also im Moment würde ich auch nur dazu appellieren oder dazu raten, jetzt das Ding einfach mal auf die Straße zu bringen und Allianzen zu schmieden. Also Küppersbusch hat neulich geschrieben, das stimmt ja, ne, die Bündnispartner, und da sprach er über die Neuaufstellung öffentlich-rechtlichen Rundfunks insgesamt, die Bündnispartner dieser Neubegründung, das ist das Publikum und es sind die Kreativen oder die, wie gesagt, die Beschäftigten. Und ich würde wirklich versuchen, auch eben die dann auch mit reinzuholen, einzubinden, dafür Lobbyarbeit zu machen und durchaus auch eben die konstruktiven Kräfte bei den Öffentlich-Rechtlichen, die es ja gibt. Aber das Gelegenheitsfenster, eben das sehe ich und das ist sozusagen viel breiter als jetzt sozusagen die tatsächlich natürlich irgendwie hoch prekäre Situation von Kurzfilmen und Dokumentarfilmen und so weiter. Es geht um unsere kommunikative Infrastruktur, um Daseinsvorsorge für die Demokratie, haben Sie vorhin gesagt, habe ich mir jetzt ja auch nicht ausgedacht. Ich meine, es sagt Habermas seit Jahrzehnten. Und er sagt auch, das ist irgendwie nichts Geschmäcklerisches oder keine politische Richtungsvorgabe, dass man die Grundlagen dafür bewahren muss für eine inklusive und deliberative Öffentlichkeit mit Bezug auf Medien. Und dann müssen wir das eben machen und jetzt überlegen, wie bauen wir das in einer Zeit, wo sozusagen, wir müssen auch schauen, wo ist der Gegner? Also ist der Gegner jetzt irgendwie Tom Buro oder so? Oder ist der Gegner vielleicht nicht doch eher Elon Musk und so weiter? Diese Entwicklung und das, also dann höre ich auch gleich auf, aber ich glaube, diese Empfindung und dieses Bewusstsein dafür, dass da was ins Rutschen geraten ist und dass uns da auch was wegzubrechen droht, was durchaus auch nicht alles im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist schlecht, was man bewahren will, vielleicht in die Zukunft übersetzen muss, unter neuen Vorzeichen jetzt produzieren muss, schaffen und so weiter. Aber das Bewusstsein ist Gesellschaft und in den Fachkreisen und gesellschaftlich, glaube ich, auch da. Und das würde ich irgendwie versuchen, so nutzbar zu machen für diese Anliegen. Ich würde da gerne anschließen, was diesen Hinweis auf wer sind denn die Allianzen und wer ist das Gegenüber. Jetzt ein Begriff ist das Publikum, aber ganz generell ist es diese Zivilgesellschaft, die viel zu wenig mit diesen Fragen konfrontiert war bisher. Medienpolitikdebatten waren in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und darüber hinaus Medienelitendebatten zwischen Medien und Politik. Die Peer Group für Medienmacher, vor allem an öffentlich-rechtlichen Rundfunk, war meistens irgendein Gegenüber als Minister oder Ministerin, ein Staatssekretär und eine Staatssekretärin. An deren Bedürfnissen war man orientiert und vice versa, an deren Interessen bis zum nächsten kurzfristigen Wahltermin, so wie ich das verstanden habe. Also die Langfristigkeit war ja da nicht vorgesehen. Das muss sich dramatisch verändern und dazu können verschiedenste Initiativen uns einen Beitrag leisten. Den ganz besonders, also das ist diese Interaktion, zumal in digitalen Zeiten, wo das in manchen Dingen, in manchen Belangen sehr viel einfacher ist und wie früher ja umso besser möglich ist. Also diese zivilgesellschaftlichen Allianzen, das klingt jetzt sehr häufig oberflächlich, aber das ist wirklich, glaube ich, ein zentraler Kern, dass man diese vor allem herstellen muss und die, dass noch viel zu wenig passiert. Jetzt, Herr Novi, Sie haben das Publikum und die Kreativen angesprochen. Dorothee,
Wir haben, du weißt es, letztes Jahr, ich glaube, 6 oder 7 Zoom-Runden gemacht. Wir haben 6.000 Kreative eingeladen, auch in der Ideenfindung sich zu beteiligen. 60 haben dann mitgemacht. Also das ist ja dann auch immer so ein bisschen das ernüchternde Resultat. Das schreckt uns nicht ab und wir machen weiter. Aber es ist also 1% sozusagen derjenigen, die wir wirklich adressiert haben, die dann zumindest mal an einer 2-stündigen Sitzung teilnehmen. Und von den 1% haben dann am Ende noch ungefähr 70% ihre Aussagen insofern zurückgezogen, als dass sie sie anonymisiert haben wollten, weil sie Angst hatten, sozusagen Nachteile zu erleben. Also das ist doch die Situation, mit der wir trotz allem guten Willen de facto konfrontiert sind. Kai Wessnik hat es gerade gesagt, jeder Wurstel hat irgendwie so lange vor sich hin, ich habe noch 5 Jahre bis zur Rente. So, da muss was passieren. Deswegen fand ich deine Interventionen immer so gut und erfrischend, weil sie klug waren und mutig waren und angstbefreit. Jetzt hast du auch einen Status, der dir das ermöglicht, aber ich würde mir mehr solche Stimmen, warum gibt es so wenig solche Stimmen? Also, das frage ich mich auch irgendwie, weil ich bin ja nicht die Einzige, die sich das leisten könnte, irgendwie dazu, sich mal kritisch zu äußern, weil es richtet sich ja nicht gegen bestimmte Personen oder ich sehe ja auch, dass viele, die in diesem System arbeiten, Redakteure unglücklich sind, irgendwie auch das Gefühl haben, irgendwie, dass sie sich da verschleißen in diesen Strukturen. Es ist ja nicht so, irgendwie, als ob man es da mit Leuten zu tun hat, die nicht auch gerne mehr und anderes und Innovatives bewegen möchten, so, und in denen man auch Partner hätte. Aber warum sich sozusagen in meiner Branche da so wenig zu Wort melden, hat einfach mit Ängsten zu tun. Und dann, also ich würde mal sagen, auf Seiten der Produzenten, ist die noch am meisten Einblick dafür haben, wie Mittel verwendet werden irgendwie und wie Budgets gekürzt werden und wie die Arbeitsbedingungen sind von allen Gewerken, weil sie das ja produzieren. Die trauen sich im Grunde nicht, sich zu Wort zu melden, weil die Öffentlich-Rechtlichen durch ihre eigenen Produktionsfirmen den Wettbewerb komplett verzerren. Also nur mal als Beispiel, Network Movie, irgendwie die Tochter des ZDF, irgendwie die fiktionales Programm produziert, hat in den Corona-Jahren ihren Umsatz um das 2,5-fache gesteigert. Das heißt, das, was freie Produzenten erleiden mussten an schwierigen Produktionsbedingungen und zum Großteil irgendwie nur zur Hälfte irgendwie die Sender das übernommen haben, diese Probleme haben diese Firmen natürlich nicht. Und von daher darf man sich von da keine Hilfe erwarten. Und die Kreativen sind abhängig beschäftigt. Also ich weiß in meinem Fall, ich habe mich in einem EPD-Interview sehr kritisch geäußert zu diesen Strukturen der DGETO und der Spielfilmredaktion der Landesrundfunkanstalten, ohne dass ich da jetzt jemanden persönlich damit meine. Da ist sofort im Hintergrund gefragt worden, was reitet die Frau Schön irgendwie. Man hat Produzenten angerufen irgendwie und gesagt, was war das letzte Projekt, was sie für die DGETO gemacht hat. Irgendwie, was ist da gelaufen? Irgendwie, wieso sagt die sowas öffentlich? Das muss man sich leisten. Also ich weiß nicht, ob ich es mir leisten kann. Ich denke mal, ich hoffe so. Ja. Aber ich sage das ja nicht, irgendwie, weil ich was gegen dieses System habe, sondern weil ich darunter leide, irgendwie, dass dieses System durch die Art und Weise, wie es sich verhält, sich selber in Frage stellt. Und wir die letzten Jahre, wann immer ich das thematisiert habe, und das ist jetzt nicht erst seit letztem Jahr, es immer hieß, das darf man nicht öffentlich machen, weil dann macht man das Geschäft der AfD, dann redet man diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk kaputt. Das heißt, jede Kritik wurde im Grunde auch irgendwie immer denunziert als systemsprengend. Ja? Und auf diese Weise bewegt sich natürlich auch nichts. Und in den Sendern selber erlebe ich letztlich irgendwie die Art und Weise, wie Programmentscheidungen getroffen sind, vor allen Dingen als angstgetrieben. Und diese Angstgetriebenheit, dass man was falsch machen kann, dass man was wagt, die Kurzfilme, die Dokumentarfilme, die werden sozusagen ausgeklammert. Da sagt, für die gibt es gar keine Tür, durch die rein können. Aber ich sage jetzt mal, das, was noch rein darf, irgendwie nämlich das normierte, fiktionale Fernsehen, was in ein Sendeschema passen muss, was in eine Reihe, in einen Krimi, in einen Sendeplatz irgendwie passen muss, das ist ja auch so formiert, dass sie mit jeder Idee, die ein bisschen anders ist, selbst wenn sie von jemandem kommt, der vielleicht schon Leistungsausweis hat und sagt, vertraut mir einfach, ich weiß, was ich tue, da abgebügelt wird. Glauben doch nicht irgendwie, dass jemand wie ich irgendeine Carte Blanche hätte, sondern ich muss mich immer wieder hinten anstellen und dafür werben und höre dann immer wieder, nein,
Charité, das sind alte Männer mit Bärten irgendwie und hässlichen Krankheiten, sowas will niemand sehen. Also, ja. Das hören sie dann so, ja. Und dann müssen sie sagen, nein, ich glaube, es gibt auch ein paar Leute, die sich das angucken würden. Ich behaupte auch mal, dass der Tatort so erfolgreich ist, ist eigentlich deswegen, weil er eines der wenigen Sendeplätze ist, die nicht so formiert sind und normiert sind. Unterschiedliche Personen, der hat sich nur deswegen so lange gehalten, weil der sich quasi irgendwie immer wieder selber erneuert. So. Der ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass man dadurch, dass nichts gleich bleibt, irgendwie man ihn erhalten kann. Ja? Da stecken ja jetzt zwei, deswegen noch mehr Aussagen drin, aber ich sehe da jetzt zwei. Auf der einen Seite ist es natürlich sehr problematisch, wenn man etwas nicht sagen kann, weil man Angst hat, Beifall von der falschen Seite zu bekommen. Das haben wir jetzt in der letzten Zeit vermehrt sozusagen diskutiert, auch diese Dynamik in anderen Kontexten. Ich sehe aber auch ein bisschen Hoffnung, denn de facto ist es eben doch so, wir sitzen hier und diskutieren diese Themen, anders als in anderen Ländern können wir das tun. Und wir haben Ideen und wir versuchen auch sozusagen es in Form eines wohlmeinenden Streites noch zu tun. Und das sollte uns eigentlich Hoffnung geben, ohne dass wir die Probleme vergessen. Und ein letztes ist mir auch noch ganz wichtig, es geht ja nicht darum, einzelne Personen anzugreifen, sondern wir haben es, und das, da lege ich größten Wert auf, mit strukturellen Problemen zu tun. Das ist der Punkt. Das wird aber leider auch von VertreterInnen der Sender oft ganz falsch verstanden. Wenn man über Strukturen redet, fühlen sie sich persönlich angegriffen. Und da muss man immer sagen, darum geht es nicht. Es geht hier um ein System, was für unsere gesellschaftliche Ordnung eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt. Und da muss es erlaubt sein, eben auch den Finger in die Wunde zu legen. Ich würde gern noch was ergänzen zu der Frage, das war die eine Frage, die Kreativen, also warum äußern die sich nicht oder nicht in der Weise, wie sie sollten. Das andere ist, wie befragt man das Publikum, wie befragt man die Öffentlichkeit? Da wird einem von Seiten des Senders ja immer gesagt, naja, wir haben ja die Quote. Also die Quote war ja immer sozusagen so das Instrument, mit dem man angeblich gemessen hat, was die Leute sehen wollen. Und da muss man irgendwie aufpassen, irgendwie, weil, also was ist das, ist ein sehr populistisches Instrument. Ich fand es mal interessant, irgendwie, es gibt ja diesen Dreisat-Publikumspreis, irgendwie, wo Fernsehspiele vom Publikum gewählt werden. Und interessanterweise gibt das Publikum nicht unbedingt den Filmen seine Stimme, die sozusagen die höchste Quote hatten. Also man kann jetzt nicht davon ausgehen, wenn man sieht, welcher von diesen Filmen irgendwie ist am meisten geguckt worden, der kriegt nicht automatisch die meisten Stimmen. Und jeder, der selber fernsieht, weiß, nicht alles, was ich geguckt habe, finde ich gut, sondern manchmal sage ich auch Mist, irgendwie, ich war nur zu faul, irgendwie auf einen Knopf zu drücken, aber es war ein blöder Film. Mhm. Also zu schließen, dass etwas, was nur weil es gesehen wird, auch gewertschätzt wird irgendwie oder für gut befunden wird, ist ein Irrtum. Und diese letztlich so populistische Instrumente, sich zu überlegen, wie beteiligt man das Publikum, ja? Da muss man sich genau überlegen, wie das sein soll, wenn man nicht, weil sonst sehen wir nur noch Fußball. Also, ja? Das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Das ist auf jeden Fall ein Desiderat. Ich glaube, das beschreiben ja auch namhafte sozusagen Kommentatoren, dass der unter anderem Hermann Rothermund, dass die Tuchfühlung mit dem Publikum für ein gemeinwohlorientiertes System natürlich viel enger sein muss, als dass die Quote abbilden kann. Und jetzt würde ich vielleicht noch mal an der Stelle zu Herrn Kaltenbrunner kommen. Sie haben ja ein neues System, Ihren Medieninnovationsfonds mit auf den Weg gebracht. Was sind denn da? Und da haben Sie schon so ein bisschen auch das Schlusswort jetzt eigentlich. Welche Hoffnung können Sie uns denn machen? Welche neuen Qualitäten sind denn sozusagen sichtbar geworden? Und wie messen, bewerten Sie die? Und wie ist die Resonanz auf diese Qualitäten? Also man muss dazu ein bisschen das Umfeld kennen. Österreich ist traditionell ein Land, wo sehr konservative Fördersysteme aufgesetzt sind, die das Altbewährte so lange wie möglich erhalten wollen. Und insofern war das ein kompletter Tabubruch, der aus historischen Zufälligkeiten, würde ich sagen, zustande kommen.
als Forscher ist man dann selber verblüfft, wenn man plötzlich beim Wort genommen wird und gesagt, naja, dann tut's doch mal, wenn ihr so kritisiert, zumindest auf kommunaler Ebene. Also das eine ist schon mal der Tabubruch, war schon das Überraschende, dass man anders denken kann, als dass man Legacy-Media nach ihren seit Jahrzehnten tradierten Bedingungen weiter fördern muss, um irgendwie öffentliche Kommunikation aufrechtzuerhalten, die zum Teil ja gar nicht mehr funktioniert. Also wenn wir über das reden, dann haben wir immer das Jugendargument. Und wenn ich mich hier umschaue in unserer Debatte, ja, also so die unter 30, unter 40-Jährigen sind ja jetzt auch nicht so recht zu Wort gekommen und auch nicht so recht im Saal, die einen ganz anderen Zugang zum öffentlichen Rundfunk haben, wie wir wissen, nicht nur, weil sie ihn sowieso nicht aufdrehen, sondern gar nichts mehr damit anfangen können. Also wie man diese Fragen stellt, das ist in den Diskurs eingegangen und das wurde wahrgenommen. Mit relativ wenig Budget wurden, glaube ich, bereits sehr viele Dinge sichtbar gemacht. Kleine Projekte, wo oft, ich rede jetzt von, zum Teil von Förderungen von 10.000 Euro, wo Leute motiviert wurden, länger darüber nachzudenken, wie sie ihre gute publizistische Idee über welche Kanäle vielleicht weiterentwickeln können und ausspielen können, weil sie plötzlich die Chance haben, 2-3 Monate als Freitätige darüber nachzudenken, wie das gehen könnte oder in Allianz mit einem anderen Geförderten, vielleicht sogar noch schon heldenhaft über ein Monetarisierungsmodell und erste Kontakte knüpfen. Es gibt größere Projekte, es gibt auch Projekte bei Legacy Media, deren Entrepreneurial-Maßnahmen, etwa im Data Journalism, etwa bei der größeren Inklusion von Publikumsgruppen, wirklich spannende Projekte sind und gesellschaftlich sichtbar etwas bewirken. In relativ kurzer Zeit, mit relativ geringen Mitteln. Ein paar Voraussetzungen sind, es ist konvergent, medienkonvergent gedacht. Nichts davon spielt in irgendeinem bestimmten Schrebergarten. Alles ist möglich, jede Form der Förderung in diesen kleinen Dingern, von theoretisch der Monatszeitung bis zu der raffinierten TikTok-Strategie, wenn sie gut begründbar ist, genauso wie die gute Monatszeitung oder der 5-Minuten-Doc-Film oder Kurz-Doc-Film. Also konvergent gedacht. Es sind unabhängige Jurien, wirklich unabhängige Jurien mit Expertise, die auf Basis von Qualitätskriterien, die offen diskutiert werden und dargelegt werden, darüber entscheiden. Und es gibt die Bereitschaft, sich laufend zu verändern. Das ist ein entscheidender Punkt auch dabei. Also auch dabei zu lernen, erreichen wir eigentlich was? Und im Zweifelsfall zu sagen, die ersten Evaluierungen intern gab es, wo müssen wir uns denn eigentlich anpassen, vielleicht im System, um noch mehr zu ermöglichen. Und da sind wir bei ganz vielen Punkten, deswegen danke ich Ihnen ganz herzlich und Ihnen allen, die wir heute angesprochen haben. Es geht um die Interdisziplinarität, es geht um Formoffenheit, es geht um die Rückkopplung mit dem Publikum, es geht darum, Strukturen in Frage zu stellen und neu zu denken. Liebe Zuschauer, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, ich freue mich, dass Sie den ganzen Nachmittag heute der Deutschen Akademie für Fernsehen geschenkt haben, für die Tage der Akademie. Wir Kreativen sind auf jeden Fall aufgerufen, den Tabubruch, von dem Sie gerade gesprochen haben, sozusagen weiterzudenken. Es geht nicht um das Bashing von Personen, sondern es geht wirklich um neue und frische Ideen, Medienproduktion, mutig denken. Wir brauchen in Zukunft ein offenes Streitgespräch mit der Hoffnung auf einen guten Ausgang. Einen schönen Abend an Sie alle, einen schönen Abend in die Runde und wir werden das Gespräch sicher demnächst fortsetzen.